klasse. Hier guckt sich Jonas endlich mal eine günstige Werkbank an. Sowas brauche ich auch noch. Eine Hobel- bzw. Holzwerkbank für 170 Euro. 170 Euro? Das ist immer noch viel zu viel. Egal, ob in der Werkstatt, zu Hause im Keller oder im Wohnzimmer. Wer arbeiten will mit Holz oder irgendwie sonst wie, der braucht einen Tisch. Es muss natürlich nicht immer eine so hochwertige Hobelbank wie meine selbstgebaute sein. Oder eine, wie wir sie schon getestet haben, für 170 Euro. Weil das ist eine Menge Geld. Und so eine Hobelbank, das ist klar, die kann man nicht mal eben zusammenfalten und in die Ecke stellen, weil es eine Hobelbank ist. Was wäre, wenn wir für viel weniger Geld einen richtig geilen Arbeitstisch bekommen, der in der Werkstatt und zu Hause funktioniert? Und diesmal, ja, kann ich ihn auf die Werkbank hauen. Hallo, für 80 Euro sollte das hier drin sein. Wir schneiden es auf. Mit dem Messer, was jetzt auch klimpert. Ich habe das Paket geöffnet. Ah, oh. Ja, das ist im Prinzip wie eine sehr große Handtasche. Oh, Gottes Willen. Das ist eine Werkbank, ein Werktisch eher. Für 80 Euro mit 11 Kilo kann man das Ding relativ easy rumtragen und es soll 455 Kilo tragen können. Das ist brutal. Was ist das? Das ist das Ding, Stanley FatMax Express Folding Workbench. 1, 2, 3 Sekunden vom zugeklappten in den aufgebauten Zustand. Wir probieren genau das aus, was hier... Oh, wie kriege ich das ab? Vielleicht, wenn wir es das erste Mal aufklappen. Hier stehen noch ein paar andere Sachen drauf, die überprüfen wir gleich. Wir gucken erstmal, ob das mit den 3 Sekunden stimmt. Opa. Wir machen das genauso wie hier. Sie steht hier und wir blenden den Timer ein und... Ah, jetzt, okay. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Timer startet jetzt. Ja, das ging mega schnell. Können wir das auch so schnell wieder abbauen? Na, guckt euch das an. Ein Druck hier auf den Knopf, dann ziehe ich. Zack. Kabumm. Ich würde sagen, das, was versprochen wurde, wurde eingehalten. Wir können das Ding wirklich schnell auf- und zuklappen. Und ich glaube, das ist für fast alle Werkstätten absolut optimal. Nicht jeder hat, so wie ich, eine riesige Werkstatt, wo ständig alles rumstehen kann. Und ich sag's euch so ehrlich, wie es ist. Auch bei mir stehen ganz oft Sachen einfach im Weg. Und es ist super smart, wenn man sie einfach ganz schnell wieder wegräumen kann. Es gibt natürlich jetzt einige Sachen, die wir hier überprüfen müssen. Ist der Tisch stabil? Können wir darauf gut Sachen befestigen? Denn der Tisch verspricht uns hier Full Clamping Coverage. Das bedeutet wahrscheinlich so viel wie, wir können überall was festzwingen. Ich sehe auch schon, wie das gehen könnte. Und wir müssen natürlich gucken, kann man darauf arbeiten. Was ich aber auch schon sehe, Stanley ist jetzt nicht unbedingt für die beste Qualität bekannt. Vor allen Dingen bei den neueren Produkten. Und wenn ich hier drauf gucke, dann weiß ich auch genau warum. Guck mal hier. An sich sieht die Platte erstmal super aus. Wir haben jede Menge Löcher, wo wir verschiedenste Aufsätze nutzen können. Und wir haben auch dieses große X, wo wir große Zwingen einsetzen können. Aber was man auch sofort sieht, sind solche Sachen wie das hier. Das sind einfach Rückstände von der Gussform. Das könnte man wirklich einfach entfernen. Das würde den optischen Eindruck wirklich verbessern, weil das einfach nur billig aussieht. Was man auch sieht, beziehungsweise vor allen Dingen fühlt, bei diesen Löchern hier, wo wir Aufsätze nutzen könnten, sind die Löcher nicht entgratet. Das heißt, wir haben hier so Kunststoffrückstände, die vor allen Dingen auch die Größe des Loches leider verändern, weil die überall so ungleich abstehen. Wir können das natürlich einfach alles abschneiden, aber bei 80 Euro würde ich sagen, könnte man das schon vorher machen. Das muss nicht sein und vor allen Dingen, wenn man es vorher machen würde, würde der Tisch noch hochwertiger aussehen. Das muss man also auf jeden Fall bedenken, das muss weg. Neben der Frage, welches Werkzeug das richtige ist, brennt euch eine natürlich noch viel mehr unter den Fingernägeln. Werbung. Jonas, wie machst du das, dass du in jedem Video so frisch und gepflegt aussiehst? Ich weiß, das ist erstaunlich und vor einiger Zeit habe ich euch schon den Brooklyn Blade Rasierer von der Brooklyn Soap Company gezeigt. Und das ist das Hilfsmittel, was es mir möglich macht,
immer wieder gut rasierte Haare und einen gut rasierten Bart zu haben. Aber eine Sache ist dabei für mich super wichtig und ich glaube, jeder Bartträger kennt es. Mich nervt nichts mehr als die Haare um den Mund herum, die beim Reden irgendwo reinpieksen oder beim Essen einfach im Weg sind. Deswegen mache ich die fast täglich einfach mit dem Brooklyn Blade einfach einmal weg. Ruckdiezuck. Ihr könnt damit aber nicht nur abrasieren, ihr könnt auch ganz einfach einen Aufsatz draufklippen und euren Bart zum Beispiel pflegen. Wenn ihr eher einen Vollbart tragen wollt, den ihr trimmen wollt oder vielleicht so wie ich normalerweise einen mächtigen Schnauzbart habt. Was ich danach mache, und das ist mein absoluter Geheimtipp, ich habe diese kleine Bartbürste. Mit der schrubbe ich mir tatsächlich einmal alle Haare weg. Das ist super, weil sie nicht einfach irgendwann rausfallen, da rumhängen oder in irgendwelche verrückten Richtungen abstehen. Also jetzt die Haare, die noch da sind. Was ich danach mache, zack, die 2-in-1 Creme. Die pflegt die Haut, die pflegt den Bart und bringt den Bart auch in Form. Das ist wunderbar. Und als letztes der absolute Geheimtipp. Jeder, der mich kennt, weiß, ich gebe mein Bestes, immer gut zu riechen. Und ich glaube, ich schaffe es ganz gut. Mit dem Duft von Brooklyn Soap könnt ihr das wirklich wunderbar hinbekommen. Und das ist das Beste daran. Die Gerüche, eigentlich alle davon, auch die Duschgels, die Pflegeprodukte, das sind Gerüche, die mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie oft holzige Noten haben, manchmal auch ein bisschen fruchtig. Das ist einfach spannend, das riecht gut und es macht mir einen guten Start in den Tag. Und wenn ihr Lust habt, die Produkte auch mal anzugucken, dann nehmt ihr am besten den Code JONAS, weil ihr damit einfach mal eben 15% auf das gesamte Sortiment sparen könnt. Also nehmt den Code JONAS, bestellt euch das, was ihr braucht, denn jeder Mann und auch jede Frau muss sich manchmal rasieren. Es gibt ja mehr als das Gesicht. Und mit dem Brooklyn Blade geht das wirklich wunderbar. Und wer seine Haut pflegt, kriegt auch keinen Rasierbrand. Also, guckt euch das an. Zurück zum Werkzeug. Wenn wir schon bei den Löchern sind, können wir sie auch einmal vermessen. Das ist hier irgendwie 19 und ein paar zerdrückte an der 20 dran. Gucken einfach mal, ob mein selbstgebauter Halter von meiner Werkbank passt. Das geht, den können wir gut drehen und er kann auch leicht rein und wieder raus. Das ist natürlich jetzt eins der sauberen Löcher. Bei denen, wo es ein bisschen ungleich ist, weil wir hier diesen Rückstand haben, oh, ist die Passform tatsächlich ein bisschen besser. Aber es ist auch relativ eng. Also das müsste man für sich selber einfach überlegen, ob man das so nutzen möchte oder nicht. Ihr könnt natürlich, wenn das euer erster Tisch ist, einfach alle Aufsätze, die ihr baut, an diese Löcher anpassen. Das wäre kein Problem. Die nächste Frage ist, kriegen wir hier eine Zwinge durch? Denn wenn wir arbeiten, wollen wir unser Material ja irgendwie auch befestigen. Der Tisch ist nicht sehr gerade, fällt mir gerade auf. Aber das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir gucken zuallererst, mit so einer Standardzwinge können wir hier bei dem X, glaube ich, ganz gut durch und machen mal was fest. Knallen das mal richtig fest. Ja, das geht, weil eure Zwinge natürlich fest ist. Bei den kleinen Löchern kommen wir mit der Zwinge, oh Gott, kommen wir mit der Zwinge nicht durch, weil das einfach nicht passt. Da könnten wir eventuell mit so einer Zwinge durchkommen. Kommen wir nicht, weil der Winkel zu steil ist und die Zwinge ist zu klein. Kommen wir von unten durch. Ich glaube, wenn ich die jetzt hier drin habe, kriege ich die nie wieder raus. Opa, sie ist drin. Und wir können genau an der Stelle nichts festmachen, weil ich jetzt genau hier das Loch von dem X habe. Aber wenn man von unten guckt, sieht man, dass der Tisch ganz wunderbar verstärkt ist. Und da können wir normalerweise gut auch was festzwingen. Ich drehe die Zwinge jetzt einfach mal und wir machen das jetzt so. Und auch dann können wir unser Werkstück hier sehr gut befestigen. Es wackelt der ganze Tisch. Das hier wackelt überhaupt nicht mehr. Was ich eben schon gesehen habe, ist, dass der Tisch nicht so ganz gerade ist. Und mit diesem wunderbar massiven Lineal, oh, oh, können wir auch sehen, wie extrem das ist. Also der beult sich nach unten zur Mitte hin wirklich stark aus. Das ist auch normal. Ich kann euch auch gleich sagen, warum. Aber das ist natürlich keine Referenzfläche. Wir können hier drauf arbeiten. Wir haben auch eben gesehen, ich habe gesehen, sobald man ein Stück Holz festspannt, zieht sich der Kunststoff hoch, dann ist die Platte gerade. Aber als Referenz zum Verleimen zum Beispiel können wir das nicht nehmen. Würde eh nicht gehen, weil wir ja überall diese Rückstände noch nicht entfernt haben. Aber
diese Fläche ist auf jeden Fall überhaupt gar nicht gerade. Egal wie ich das hier drauf lege, die Mitte sackt nach unten. Das Problem von diesem Tisch ist das Problem, was jeder Tisch hat. Er soll leicht und mobil sein und trotzdem stabil. Um den Rand herum haben wir im Prinzip eine solche Verstärkung. Das sieht ungefähr so aus. Und zur Mitte hin haben wir nichts. Da wird die Tischplatte von überhaupt gar nichts getragen, außer von sich selbst. In der Mitte haben wir dieses große X, was dafür sorgt, dass es hier noch schwächer ist. Also es kann eigentlich nur zur Mitte hin wegknicken. Das ist aber gar nicht so schlimm, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich etwas verleime und hundertprozentig sicher sein will, dann gibt es ganz viele Videos, wo die Leute schimpfen. Jonas, du spinnst. Du kannst doch nicht auf deiner Formatkreissäge verleimen. Natürlich kann ich das machen, weil das eine der geradesten Referenzflächen ist, die ich hier in meiner Werkstatt habe. Wenn ich nicht die Formatkreissäge nehme, dann nehme ich in der Regel einfach so ein Brett hier. So eine beschichtete Spanplatte hat mehrere Vorteile. A, ist das Brett komplett gerade. Super. B, ist es beschichtet, es klebt also auch nichts drauf fest und wir können die Leimrückstände von dieser Beschichtung ganz einfach entfernen. Und so eine Platte kriegt ihr im Baumarkt entweder in der Restekiste oder kauft sie euch für 5 Euro. Schwuppdiwupp liegt die da drauf. Über den verstärkten Rand habe ich gerade schon gesprochen. Hier sind Löcher drin. Das bedeutet, wir können mit etwas Fingerspitzengefühl hier unsere Zwingen durchtüdeln und uns ganz einfach eine einfache Vorderzange selber bauen. So können wir unser Brett hier einfach einmal festspannen. Das hält und jetzt können wir gucken, ob wir hier sägen können. Bevor wir jetzt gleich sägen, eine Sache ist klar. Der Tisch wiegt 10, 12 Kilo. Der steht nicht unbedingt gut. Aber wir wollen trotzdem gucken, ob wir jetzt hier rein sägen können. Das geht ehrlich gesagt wunderbar. Wir gucken nochmal seitlich. Wir können hier problemlos sägen. Mit der kleinen Vorderzange, die wir ruckzuck hier eingespannt haben, geht das wunderbar. Ich gucke jetzt im nächsten Versuch mal, ob wir auch hobeln können. Wenn wir jetzt hobeln, zur Fairness halber. Bei der 170 Euro Werkbank habe ich, glaube ich, auch empfohlen, dass man sie etwas beschwert. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Ich befürchte, ich schiebe jetzt den ganzen Tisch weg. Ja. Der Tisch wackelt. Oh. Hier geblieben, du Frechdachs. Ich guck mal, ob ich den mit meinem Fuß irgendwie selber festhalten kann. Ich glaube, ich muss noch mehr Gewicht auf den Tisch bringen. Flexible Jonas aktiviert. So arbeiten die echten Tischler. Wusstet ihr das noch nicht? Ich glaube, mein Hobel ist auch falsch eingestellt. Selbst mit der maximalen Flexibilität eines Winklers. Wir können hobeln, aber es geht nur sehr begrenzt. Einfach weil der Tisch ein bisschen zu wackelig ist. Ich wiege aber auch nicht viel. Vielleicht ist das besser, wenn ihr mehr wiegt und euch so verbiegt. Yoga machen beim Hobeln. Hobeln in Maßen. Es ist machbar, aber sägen ging besser. Eine Lösung, wie ihr die Werkbank vom Wandern bewahren könntet, wäre natürlich, ihr stellt sie in eine Ecke und arbeitet gegen die Wand. Das könnte aber nervig sein, weil es dann ständig rumst. Zuallererst, diese Löcher hier sind an drei Seiten. Da, wo der Griff zum Einklappen ist, gibt es diese Löcher nicht. Was es auch nicht wirklich gibt, ist eine untere Querverzagung. Es gibt hier dieses mitleiderregende Blech, wo man natürlich nichts drauflegen kann. Also wir können diesen Werktisch nicht wie die Werkbank dauerhaft beschweren. Das würde auch so ein bisschen die Idee von, ich stelle ihn mal eben schnell weg, komplett kaputt machen. So macht es also Sinn. Aber selbst wenn ihr ihn kurz beschweren wollt, wüsste ich ehrlich gesagt bei diesem Aufbau nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, es geht nicht. Ihr müsst damit leben, dass er etwas wackelt. Zum Glück gibt es ja nicht nur Hobel, die man benutzen kann. Es gibt ja auch Elektrowerkzeuge. Und die nutzen wir jetzt auch nochmal. Sägen und schleifen auf dem Ding und gucken, was passiert.
Beim Sägen kommt uns dieses X hier zugute. Da können wir einfach zwei Zwingen reinkloppen. Zack, machen die einmal fest. Unser Brett ist bereit. Wir können hier jetzt ruckzuck was absägen und mal gucken, wie sehr sich das Ganze dann bewegt. Das ist überhaupt kein Problem. Wir könnten noch mal einen Längsschnitt versuchen. So, dann wollen wir mal. Ohne Problem. Man könnte sich jetzt fragen, was soll denn da der Längsschnitt? Das ist ja ganz klar. Beim Hobeln könnte man denken, dieser Tisch ist nicht geeignet. Man stellt aber relativ schnell fest, Hobeln ist wirklich eine sehr, keine kraftintensive Arbeit, aber es entstehen große Kräfte, weil wir einen Hobel über ein Material schieben. Deswegen sind Hobelbänke, Überraschung, gerne mehrere hundert Kilo schwer, damit eben genau das nicht passieren kann. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bei solchen Sachen normale Arbeitsgänge wie zum Beispiel Sägen zu testen. Beim Sägen entfernen wir viel mehr Material, aber die Säge geht an sich viel leichter durchs Material. Und wir haben weniger den Druck gegen die Werkbank, sondern mehr irgendwie von oben nach unten. Und das funktioniert gut. Ich möchte euch das so offen und ehrlich mitteilen, damit ihr nicht denkt, Hobeln geht nicht, also geht die Werkbank nicht, weil das wird bei euren selbstgebauten Arbeitstischen eventuell genau das Gleiche sein. Eine wirklich gute Hobelbank ist extrem schwer zu bauen, weil sie sehr, sehr, sehr steif und schwer sein muss. Wenn euer Tisch also beim Hobeln wackelt, seid nicht traurig. Es gibt eine Million andere Arbeitsschritte, da ist es völlig egal. Und das hier geht. Aus genau diesem Grund, beziehungsweise etwas anders, ist auch Schleifen ein wichtiger Test. Schleifen, gerade wenn ihr vielleicht ein Einsteigergerät habt, erzeugt extrem starke Vibrationen. Wir könnten also merken, wenn wir hier schleifen, dann wackelt die Erde. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns aufs Schleifen konzentrieren. Ich teste das jetzt, ja, mit dem besten Schleifgerät, was es gibt. Tut mir leid, ich habe kein anderes, beziehungsweise keins in der Einsteigerklasse. Wir gucken jetzt trotzdem, geht das ja oder nein? Und schleifen hier ins Material rein. Was man sieht, das Brett ist nicht hundertprozentig gerade, der Tisch aber auch nicht. Und wenn wir jetzt schleifen, möchte sich das Brett bewegen. Das könnte bei vielen anderen Tischen auch so sein. Wir können es relativ leicht damit verhindern, indem wir es festhalten. Aber man sieht, dadurch, dass die Platte nicht gerade ist, ist dieses Wandern mehr als sonst. Ich halte es jetzt mal fest. Und schleife auch mal die Kante. Und hier sieht man das jetzt sehr gut. Dadurch, dass ich hier in der Mitte im Prinzip wahrscheinlich gar nicht aufliege, ja, habe ich dieses Wandern hier. Das sieht man beim Schleifen gut. Achtung! Ist ein bisschen nervig, aber kein Weltuntergang, denn wir könnten genauso gut das Brett einfach nehmen. Ich muss erstmal die Zwingen holen. Ich kann das Brett natürlich auch einfach hier an der Seite festspannen und schwuppdiwupp wandert da nichts mehr. Komplett random, aber ich liebe diese Handkreissäge. Normalerweise muss ich die so hinlegen oder wenn sie gerade liegen soll am Rand und das ist mir immer ein bisschen zu heikel. Guck mal. Das passt einfach komplett perfekt hier rein. Dieser Tisch ist optimal, um meine Handkreissäge einfach so abzustellen. Das gibt extra Pluspunkte. Ist das von Stanley für 80 Euro der beste Werkstatttisch überhaupt? Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber die Frage ist ja auch, muss es immer das Beste vom Besten sein? Klar, das ist ganz schön, aber hobeln können wir auf dem Tisch auf jeden Fall nicht. Dafür können wir ihn in 3 Sekunden auf- und wieder abbauen und einfach in eine Ecke verstauen. Aber Jonas, Fazit, wo sind denn die 455 Kilo, die der Tisch trägt? Ja, das haben wir jetzt nicht getestet, weil ich das Gleiche sage wie hier in dem Video, wo wir Böcke getestet haben.
455 Kilo. Leute, überlegt euch mal, wie viel Gewicht das ist. Das müsstet ihr erstmal körperlich auf diesen Tisch draufstellen, um es dann irgendwann wieder runterzutragen. Wer möchte das wirklich machen? Wer in diesen Gewichtsklassen arbeitet, sollte sich schweres Gerät zulegen, weil das einfach zu viel Gewicht ist. Ich denke, ihr könnt den Tisch beladen, aber bleibt dabei in Maßen. Das gilt für jeden Tisch, denn ihr müsst das Gewicht ja bewegen. Ansonsten ist das ein Top-Tisch. Für 80 Euro könnt ihr an drei Seiten eure Sachen festzwingen, habt oben jede Menge Befestigungsmöglichkeiten, ein Lochraster und ich sag's nochmal, zack, in 3 Sekunden ist das Ding auf- und abgebaut. Und ich glaube, für ganz, ganz viele Werkstätten ist das genau das, was man braucht. Schnell irgendwo arbeiten können und wenn man Platz braucht, zack, dann haut das Ding wieder ab. Deswegen machen wir das, peng, was wir eine Weile nicht gemacht haben. Ihr könnt den Hashtag Fatmax reinhauen. Das klingt absolut dämlich, aber so heißt das Ding nun mal. Also smasht ein Abo rein, knallt den Kommentar rein. Einer von euch bekommt das Ding, weil es nice ist. Und es muss ja nicht immer gleich ein Diamantring sein. Manchmal ist ein silberner Ring auch ganz schön. Es geht ja mehr um die Liebe an sich, als um den Klunker am Finger. Oder nicht an all die Leute da draußen. Wer weiß. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.